Eine Lehrerin im österreichischen Bezirk Vöcklabruck hat Grundschulkinder mehrmals durch übergriffigen Sexualunterricht verstört. Die Lehrerin zeigte Drittklässlern echte Fotos von diversen Sexualpraktiken. Nur ein Jahr später wiederholte sich diese üble Einwirkung. Die Lehrerin informierte die Eltern nur über einen unproblematischen Workshop mit einer Hebamme. Doch stattdessen bekamen die Grundschüler verstörende Sexualpraktiken, wie zum Beispiel das Thema Oralsex, in Wort und Bild detailreich erklärt. Weiter zeigte sie der Klasse einen pornografischen Film, bei dem sie die Szene mit dem Geschlechtsakt immer wieder zurückspulte und die Kinder zwang, die Szene anzusehen. Zusätzlich schärfte die Lehrerin den Kindern ein, dass sie weder mit den Eltern noch mit anderen über den Film reden dürften. Erst nachdem zwei Mädchen nach dem Film von Albträumen berichteten, in denen sie vergewaltigt wurden, kam die Sache ans Licht. Dieser Vorfall aus Österreich ist leider kein Einzelfall und steht stellvertretend für viele andere Verstöße von Schule und Lehrern gegen die Würde unserer Kinder.